Hey, und damit herzlich willkommen zum Team Building oder Short Team Building Part des vierten Spieltages. Das ist der vierte Spieltag. Ja, des vierten Spieltages der MDL. Und es geht dran gegen den guten Saint TV. Wir werden zusammenkämpfen tatsächlich. Das haben wir schon abgemacht. Das wird ganz witzig, bisschen Fun mit reinbringen. Und dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen. Ihr könnt wie immer auf den Kampf skippen. In der Videobeschreibung ist wieder ein Timestamp und dann gehen wir einfach mal ganz schnell rein. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Leeds Sandama gebaut. Ich wollte unbedingt die Tarnsteine rauskriegen, weil er hat nicht unbedingt die besten Defogger, ne? Und da sind eigentlich die Rocks für Kyurem eigentlich ganz gut, weil Kyurem mich halt schon hart pressured. Ja, Slush Rush einfach als Fähigkeit, falls irgendwie random den Hagel rausholt, will ich nicht gegen die Regel verstoßen. Weil er hat halt nur das, was die Init verdoppelt und Snowcloak. Abschlag, um Items loszuwerden. Eisenschädel, um Kyurem nicht dagegen summonen zu lassen. Und Toxic, weil es Toxic ist. Da können wir zum Beispiel sowas wie Slowbro oder dergleichen einfach in den Switch-In vielleicht kriegen. Dann als nächstes haben wir ein Rock Polish Golurk. Der ist auch mega stark gegen ihn. Ich muss nur alles anchippen und nach einem Rock Polish könnte ich sogar schon durchgehen. Kommt ganz drauf an, was noch übrig ist. Poltergeist, Erdbeben und Rambos reicht eigentlich für sein komplettes Team. Und mit Spelltech machen wir auch mit Poltergeist den höchstmöglichen Schaden. Ja, ist eigentlich ganz simpel. Full Speed sind wir, weil wir dadurch einen Scarf Kyurem outspeeden können. Müssen wir. Und ja, genau. Ist eigentlich selbsterklärend. Trifft halt wie alles. Aber das ist nicht das einzige Init plus 2 Mon, was wir dabei haben. Wir haben noch unseren Turbo Knight mit Autotomize Ord Incest. Also, wir haben zwei Sets, die ziemlich ähnlich sind, aber die auch ziemlich viel machen können. Also, das eine kann mal Chip verteilen und dann kann das nächste vielleicht einen Rock Polish rausstarten und dann wieder Chip verteilen und oder durchgehen. Und da reicht mir eigentlich Photon-Geysir, Hitzewelle und Flash Cannon. Eigentlich reicht mir sogar nur Hitzewelle und Photon-Geysir gegen sein gesamtes Team. Die Flash Cannon ist halt lediglich nur dazu da, damit wir Kyurem so gut wie es geht touchen. Ihr merkt, Kyurem ist ein Problemfall für mich. Abgesehen davon war jetzt nichts wirklich wichtig, was ich da noch haben könnte. Dann als nächstes haben wir Pikachu. Pikachu ist gespeedcreept auf sein 80er-Mon, was auch immer das war. Auf Kyurem gespeedcreept, müsste es sein, ja. Hat Max Attack, bisschen HP halt im Rest. Mit Moglip, Turbo Tempo, Abschlag und Voltackel treffen wir auch alles so gut es geht. Er hat jetzt keine Elektroimmunität, er hat nur Resistenzen. Aber mit ja, dem Angriffsset dank Kugelblitz böllern wir mit dem Voltackel auch übelst rein. Und wenn wir was nicht kennen, können wir mit Turbo Tempo revengen. Was halt ganz geil ist. Ist eigentlich ganz selbsterklärend. Wir müssen wieder Lightning Rod spielen. Also Statik spielen. Wir können keinen Blitzfänger spielen, leider für Elisard. Weil das nämlich nicht mit Turbo Tempo gepaart werden kann. Ja. Dann das nächste, was wir noch haben, ist ein spezialdefensives Togekiss. Wir können dadurch ein Donnerblitz tanken, auch wenn es Specs ist. Und dann können wir mit Aura Sphäre das Heliolisk revengen. Also man kann sich vorstellen, vielleicht geht ja die Donnerwelle warten da rein. Ich predict das mit der Aura Sphäre. Dann geht er auf den Donnerblitz, um es zu killen. Wenn wir nicht gerade in der Range sind, können wir da drin bleiben und auch aufs Sphäre rücken. Und das Elisard wäre tot und das wäre eigentlich mega nice, ja. Und T-Wave Air Slash, ja, für gewisse Shenanigans. Er hat halt keine wirklich guten Donnerwellen-Switch-ins außer sein Golbit und sein, ja, doch sein Golbit und sein Heliolisk. Das war auch noch so eine Sache wegen Pikachu, ja, deswegen haben wir Abschlag drauf. Falls er Golbit mitnimmt, um Items loszuwerden. Genau. Deswegen ist Pikachu auch so gut, weil der kann ihn mit Abschlag pressuren. Jedenfalls aber bei Togekiss halt mit Heavy Duty Boots, Spezial Defensiv, genug Speed, um ja, noch eine Donnerwelle schneller zu sein als ein Scarf Kyurem. Und er mit Aura Sphäre, entweder mit Air Slash zu flinchen, mit seinen Aura Sphäre Ranges oder mit Aura Sphäre rauszunehmen. Ja, und der Roost ist halt auch immer ganz praktisch, falls er wirklich Scarf ist oder wir ihn in Donnerwelt haben, dass wir da vielleicht dagegen roosten können, der Eisstrahl weniger macht und wir ihn halt dadurch im 1v1 besiegen könnten. Ja, ganz einfach. Dann zu guter Letzt haben wir noch einen Choice Scarf Zoroark, weil, ja, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt
hat er keine Dark Pulse Visions mehr. Er hat aktuell drei, ja. Aber er will Tengulis nicht auf eine U-Turn schicken und ja, gegen Zorak und gegen Hitmontop und gegen Amigento, falls die dabei sind, können wir immer erstmal raus U-Turn. Abgesehen davon muss auch erstmal predicten, was wir haben. Wenn wir es als Zorakis gepaart haben, dann schickt er nicht unbedingt gerne seinen Nocturne rein. Oder wenn wir es als, sagen wir, Golgantis gepaart haben, will er das auch nicht, will er die auch nicht reinswitchen. Sondern eher so ein Slowbro, da ist ein Dark Pulse eigentlich ganz geil. Deswegen können wir da so ein bisschen mit den Mindgames arbeiten. Ja. Genug Speed, um einen Roserade zu outspeeden, sodass wir einen Scarf-Roserade outspeeden oder falls wir genockt werden, ein normales Roserade outspeeden. Rest Spezialangriff, Rest KP. Ja, das war's mit dem Team. Viel Spaß beim Kampf. Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zum vierten Spieltag der MDL Season 2. Ich muss echt überlegen, ob das der vierte ist. NPBL, hast du auch immer gesagt gehabt. Willkommen zu NPBL Season 5. Ja, ja, genau. Das lag aber daran, weil meine Heimliga die fünfte Season hatte und die NPBL die vierte. Und ja, da ich ja, beide ja, aufnehme. Jetzt suchst du die Ausreden. Ja, ist klar, wir glauben dir alle. Alles gut, wir glauben dir. Ja, aber halt echt so. Hallo, hallo. Ja, halt. Ey, das ist jetzt hier mal was ganz Besonderes, wollte ich mal ganz kurz anmerken. Normalerweise sollte man jetzt hier nicht zwei Stimmen hören. Ja. Das, was wir jetzt hier machen, ist nämlich höchstgradig im Regelbruch drin. Wir dürfen nämlich nicht zu zweit einen Kampf führen. Ja, wir dürfen nicht ghosten. Tja, nun, das ist jetzt ein bisschen falsch gelaufen. Ja doch, ich erlaube dir bei mir zu ghosten. Ich stapel jetzt raus, mach mal einen anderen Zug. Ja, wir haben uns dazu entschieden, komm, wir kämpfen einfach gemeinsam in einem Call. Mal gucken, was das hier so ergeben wird. Das ist natürlich auch wunderbar, das hast du richtig klug gemacht, Kentakio. Ja, ich habe erst im letzten MPBL-Video nochmal groß angemerkt, wie gut ich bin, wenn ich die Turns, die ich machen will, ausspreche. So dass ich dann besser klarkomme über das Spielgeschehen. Das war sehr intelligent von dir, jetzt gegen mich, das gegen mich zu verwenden und zu sagen, jetzt bist du im Call mit mir, jetzt kannst du das nicht mehr machen. Das war sehr intelligent von dir. Gut, dass das hast du toll mein gemacht. Vorschlag toll. War, ja. Schön gemacht, echt ja. Toll gemacht, den Tag. Schön, wow, das, echt super. Das war alles meine ja. Idee, ich habe dich auf Drogen echt? Gesetzt, damit du da auch ja sagst. Ja, ja, echt, ey. Hast du mal richtig Druck gemacht, ne? Vor allen Dingen. Darfst du auch nicht vergessen. Weil ich hab ja mal eine Videoaufnahme bei dir auf dem Kanal benutzt. Da hast du direkt gesagt gehabt, ich strike deinen Kanal weg, wenn du das nicht machst. Oh ja, es gibt viel Footage. Es gibt viel Footage, damit er weggestrikt wird. Sehr viel. Hast du eigentlich schon was gedrückt? Hast du schon Pokémon? Ach so, sag doch, wir dürfen schon auswählen. Ich weiß doch, ich hab doch keinen Plan, ob wir jetzt auswählen dürfen. Nein, du darfst nicht. Bitte mach das nicht über das gesamte Match. Danke. Okay. Ah, ganz ehrlich, mich frustriert es, dass du Zoroark hast, ne? Das macht mich so aggressiv. Das macht mich so aggressiv, ne? Ey, dass du auch Pikachu gegen mich mitnimmst, ist doch ein Joke, Alter. Weil ich bin derjenige, der dich dazu gebracht hat, eigentlich. Ich muss kurz überlegen. Du hast auch noch nicht ausgewählt, ist gut. Ja, 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 ich muss kurz überlegen. Ich hab Zoroark im Team, ja? Das heißt, ich muss die Reihenfolge überlegen. Egal, ob ich jetzt damit liede oder nicht. Ich will nicht, dass du einen Zoroark hast. Lass es doch sein, du willst keinen Zoroark haben. Lass es doch einfach. Warte mal. Nee, warte nochmal zurück, bitte. Kriegen wir es mal hin, oder was? Ich hab so Panik. Komm. Kentucky, ich weiß nicht... Oh nein! Oh! Jay Dix. Ich muss einen Synthwave-Namen nehmen und ich wusste halt nicht welchen. Ja, Jay Dix ja. Hast du dir genommen. Finde ich schon mal schön. Siehst du schon mal was aus meinem Spitznamen? Eine große Aubergine. Okay, ja, alles klar. Rezepte werden geteilt. Ja, ja, ja. Gut. Warte mal. Ich weiß nicht, was ich von deinem... Das ist halt, actually, ich will mal ganz kurz anmerken, das ist sogar von, ich glaube, allen Pokémon, die du hättest rausgehen können, als Lied das Schlimmste für mich. Das kann sein. Das kann gut sein. Das finde ich voll ungerecht, das finde ich voll frech von dir. Hey. Was erlaubst du dir? Nichts gegen Sonic, ja. Nichts gegen Sonic. Der ist schon... Doch klar, ich weiß doch, was ich hier machen will. Ich habe das doch gekalkt. Ey, Kentucky, ich bin nicht dafür gemacht, dass wir hier in einem Call sitzen. Ich hab so Panik. Komm. Ich weiß nicht. Oder? Ich hab so Angst. Ich bin. Kentucky, tu mir das nicht an. Ich bin selbst gerade unentschlossen, was ich jetzt machen soll oder nicht.
Kentucky, tun wir das bitte nicht an. Ja, was denn? Warte mal jetzt ganz kurz hier. Ja, okay. Nein. Sehr gut, sehr gut. Natürlich bist du damit zufrieden. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Zoroark ist. Ich bin so gestresst. Hm, werden wir es gleich herausfinden. Ich bin so gestresst. Ist das ein Zoroark oder nicht? Ich hatte den seit 2 Jahren nicht mehr. Ich muss den einfach picken, den Boy. Das ist 2 Jahre her. Oh Gott. Ja, wenn das jetzt ein Zoroark ist, ist das echt ungemütlich. Ja. Hast du. Das auch noch sagt! Ja. Hast du keinen Midground-Play oder so? Mach so gar nicht. Warte. Nein, weil das Problem ist, ich wäre hier gerne drin geblieben, wenn das ein Zoroark ist, aber das weiß ich ja nicht. Oh nein. Warum kann ich nicht nochmal drin bleiben? Kann ich nicht einfach sagen, Switch abbrechen? Warum geht das nicht? Oh, was macht der denn? Was ist das? Oh, was ist, wenn das ein Sandslash ist? Der macht viel zu viel Schaden. Oh nein. Alter, warum two-shottet der mich auch? Was ist das denn? Der one-shottet. Okay, ich hab ein Problem. Ich hab jetzt schon ein Problem. Alter, wenn das kein Zoroark ist, dann kriege ich jetzt gleich 700 Schaden, wenn ich da einfach reingehe. Warte, ich mach die Couch-Stelle. Du bist jetzt voll im Modus. Ich hab sogar extra für dich und Dennis beide Arme genommen. Ja, ich hab die Maus nicht in der Hand. Ich hab das Match schon verloren, weil du das jetzt gemacht hast. So. Ja, Leute. Oh Mann. Oh, sei einfach nicht beendet. Wenn du Sandslash bist. Oh Gott, du bist kein Zoroark. Ich kack mich ein. Okay. Puh. Das war doch schon mal ein Erlebnis, würde ich sagen, oder? Ich hab so Panik gerade gehabt, ne? Okay, was sind wir denn für ein Vieh? Erstmal kalten, ich glaube, das wird besser. Oh nein, was machst du denn jetzt? Sag mir das doch nicht so ins Gesicht. Du hast halt einen Togekiss. Okay. Oh nee. Ich hab mich entschieden. Sash! Sash! Natürlich! Oh, das macht gut Schaden. Okay. Interessant. Was sagst du interessant? Das ist interessant? Ich bin damit nicht einverstanden. Okay. Nee, was willst du denn? Also jetzt nicht. Ich will dich jetzt nicht persönlich attackieren damit. Okay, ja, das ist schwierig. Aber warte mal. Hä, was willst du denn? Ja, ich kalk gerade jetzt, lass mich doch kurz. Ich will nur wissen. Okay. Hä? Mach doch! Moment. Ist das so intelligent, was ich hier vorhabe? Oh oh. Sagen wir mal, ich bin nicht dafür gemacht. Aber was ist, wenn du jetzt... Ich muss hier kurz überlegen. Ey, Mann. Ich hasse das Ding. Ich auch. Ich muss die ganze Zeit die Mew... Oh, nee. Okay. Ich war überlegen. Okay. Ja, hab ich mir schon gedacht, ne? Ja. Der war wichtig. Krass. Der war wichtig. Ja, war so. Echt wichtig. Egal, es ist kein 6-0. Hallo! Ach nee. Nicht du. Ich bin nicht gemacht für das Pokémon. Oh nein, ich will dich nicht. Geh nach Hause. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das Teil überhaupt überleben kann. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ich hab mich damit gekalkt. Ich bin einfach davon ausgegangen. Aber ich kalk jetzt auch mal kurz. Ist egal, ich hab mich entschieden. Netter Chip. Oh Gott, macht das Schaden. Oh Gott. Oh nein. Oh. Schon mal kein 6-0. So ein Schwätzer. Okay.
Warum ist... Jetzt hat dein Pikachu oder Work gegen mich gemacht. Ich fass es nicht, ne? Gegen mich. Warum nehmen die denn alle so 700 Schaden? Ja, es ist Pikachu. Ich sag doch, der ist kein Meme-Pick. Aber der ist halt... Der ist halt nicht so krass schnell und ist mega frail. Also... Ja, ich muss nur irgendwas finden, was dich jetzt trifft. Ja, komm. Schauen wir mal kurz. Oh Gott. Warte, was hast du gemacht mit Voltackle? Hallo? Das ist doch... Was ist das für ein Schaden? Ja, es ist Lightball, ne? Ist immer noch ein 120er Base Attack. Also nicht Base Attack, sondern die Attacke hat 120. Das macht ja brutal Schaden. Okay. Boah, das ist so risky. Das kann ich doch nicht machen. Okay. Oh. Pika Pika. Ey, Pikachu, es stört mich gerade richtig, weißt du das? Das macht mich gerade richtig fertig. Also ich hab halt legit den nur mitgenommen, weil du kein Ground passt, also... Da, ja, so, kein... Ja, ich verstehe schon. Achso, doch, ja, aber ich meine, klar, den kannst du auch mitnehmen, aber ich hab jetzt einfach the risk. I take the risk, so. So, ich hab gehört, wir spielen mit ja, Timer, Kappa. Okay. Oh nee. Ey, das Teil stört mich richtig, weißt du das? Was kriegt Togekiss? Das ist ja süß. Hallo Hund. Ich Dynamax, okay? Alter, imagine, es gäbe eine Gigamax-Form von Urgel mit einem Wailord im Mund. Wie geil wäre das denn bitte? Mit Wailord im Mund. Ja, stell dir das mal vor, so ein fettes Wailord. Kriegst erstmal 50% abgezogen. So ein Superfang. Ey, alles von dir macht zu viel Schaden, lass das mal sein. Das ist ja richtig widerlich. Ist das schon wieder so ein scheiß Scarf Thunderwave oder was? Was hast du da schon wieder für einen Scheiß gemacht? Ja, natürlich, Scarf Thunderwave für mein lieber Lot, du dreckiger. Ja, Trick auch noch mit drauf. Ah, okay. Ey! Okay. Ey! Es ist Togekiss, ja? Nee, so nicht, Freundchen. Das machen wir nicht. Ja, kann nichts dafür, der Slowbro ist echt auch ein bisschen kritisch, so. Nein, lass es sein. Hab ich ihn gemacht? Okay. Ey. Mach keinen Scheiß. Okay. Erstmal gucken. Ah, ich hab schon mit dem Gedanken gespielt, gehe ich jetzt in Pikachu raus? Oh, gut, dass du es nicht gemacht hast. Got him! Nein, du gehst wirklich auf Thunderwave! Ja! Ich suche dich auf, Alter! Du kommst mir nicht mehr lebendig zurück. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Ich hatte... Okay, warte. Na, sag noch nichts. Okay. Ey! Nee, oder? Das macht mich gerade richtig fertig, das Vieh, ne? Ah, schade. Okay. Es ist halt... Okay, das ist schön. Okay, nein, das ist nicht schön. Und ich stehe schon wieder, weißt du das? Nee, krass, man. Du bist doch bestimmt... Ey, so wie ich dich kenne, ne? Ganz ehrlich, so wie ich dich kenne, spielst du doch jetzt safe auf diesem hässlichen Fickvieh Meteor Beam mit Power Herb, die Kacke da. Ey, guck mal, dieses dreckige Lachen. Dieses dreckige Lachen. Ich muss weg. Ich muss hier weg.
Oh nee. Ach scheiße, wie war das mal? Photon Geysir. Das war von der eigenen Angriff, ja. Nein! Ich dachte, damit gehst raus. Übrigens bei 3 von 4 Spielen jetzt mittlerweile in MDL wollte Showdown, hat mir Showdown There's Nothing to Cancel angegeben, ne? Das dritte Mal jetzt schon. Du bist Specs, Alter. Poisoned! Poisoned! Geil. Das nehme ich mit. Holy shit, du bist Specs. Warte mal. Is that bad? I don't know. Is that bad? Wait. Das? Alter, dieser Specs-Schaden. Ach du. Der war brutal, oder? Ich hoffe, ich hab das nicht ge. Ich, oder? Ah! Kritisch. Bitte nicht. Okay. Warte mal, warum schickst du Gerlok da rein? Warum schicke ich Gerlok da rein? Keine Ahnung, warum schicke ich einen Gerlok da rein? Warum schickst du... Hast du die Anti-Wasserbeere auf dem Teil? Warum schickst du Gerlok? Bist du AV? Vielleicht auch Weakness Policy, wer weiß. Spielt jetzt Rock Polish. Moment. Ich glaube, das Teil fickt mich. Bist du AV auf die... AV? Nee, du bist jetzt nicht AV-Trick. Nee. Nein. Warte mal. Oh, warte mal, ich muss jetzt gerade richtig hart überlegen. Okay, warte, stopp. Weil das, du könntest jetzt wieder diese Scheiße mit Tollpatsch da machen. Warum sage ich dir das eigentlich? Jetzt kannst du immer canceln. Warum sage ich das eigentlich? Das Teil stresst mich. Das ist Zoroark. Kein Flinch, bitte nicht. Ja. Komm. Oh. Du überlebst das. Warum? Habe ich das jetzt sogar noch verloren? Ich weiß es nicht. Hast du das? Nein! Oh mein Gott. Warte mal. Oh Gott. Moment. Moment. Okay. Ich hab schon Cooleres erlebt. Kannst du dir vorstellen, dass ich stehe? Okay. Das, Wie viel Schaden? No! Ja! Komm schon! Oh, der Burn! Oh mein, der hat nicht gemeldet, oder? Nein. Ah, ich... Weißt du... Ich hab kurz drüber nachgedacht. Oh nein. Hätten zwei. Alter, was? Sorry, ich konnte dich jetzt gerade nicht mehr hören. Jetzt höre ich dich wieder. Wie viel hatten ein IQ? Hätten zwei IQs gereicht? Oh Gott, das weiß ich nämlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich hab kurz mit dem Gedanken gespielt, was ist, wenn der wirklich kein Item trägt. Aber hab dann gedacht, so scheiß drauf. Das ist aufgegangen. Oh, GG, ey, das war nochmal ganz schön close am Ende. Ach, oh mein Gott, Kentucky, das war so ein geiler Kampf. Leck mich am Arsch. Das war definitiv. Ich liebe dich. Jetzt ist es auch in Videoform. Oh, schreibt eure Fanfictions, ist in Ordnung. Oh, Alter. Bro. Oh. Ich fass es nicht. Was war das für ein Kampf? Ja, dann hat's. Ich glaube, es war eh egal, weil du hast ja sowieso den Burn bekommen. Ja, das war... Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Poltergeist, kann mich das killen, wenn du geburnt bist? Also wenn ich jetzt ein Item tragen würde? Ja, klar. Also, nicht ja klar. Also, es macht 78 bis 92.
Ohne Burn. Ey, Burn 39, ey, ich wusste, es war die richtige Entscheidung, auf Slowbro kein Item zu spielen, ne? Ja, ich hab auch kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich das predikte, aber wie gesagt, zwei Earthquakes, wobei, mit dem Toxic... Also ich bin Bold Nature, aber ich bin irgendwie 148 oder sowas in der Verteidigung, also ich bin ein bisschen gesplittet. Du bist 148? Warte, ich... In der Videobeschreibung findet ihr meine Pokepaste, wo ihr das jetzt nachprüfen könnt. Ach ja, bei Kentakio könnt ihr natürlich auch die Pokepaste nachschauen. Kann man doch, oder? Bei dir? Ja. Oder? Ja, sehr nice. Da wisst ihr schon mal Bescheid. Oh Gott. Ohne Burn. Das könnte dann vielleicht doch sehr wichtig gewesen sein. Ja, der Burn war jetzt nicht so wichtig, weil ich auf Poltergeist gegangen bin. Wenn ich auf die Q gegangen wäre, ist eine andere Geschichte. Ja gut, klar, wärst du direkt auf die Q gegangen. Warte, lass mich doch mal eben kurz mit dir nachschauen. Ich bin auf dem Slowbro 144 in... Ich bin Full HP, 144 Defense, aber Bold Nature. Ich bin Adamant All Attack mit Spell Tag. Oh Gott! Ah, ich habe auch erst überlegt, spielst du die Weakness Policy, aber dann sagst du, nein, seine Monster machen viel zu viel Damage. Weakness Policy wäre vielleicht auch geil gewesen. Ich fand die Situation so geil, wo du mit Golurk da standest und ich so dachte, warum Golurk? Und ich die ganze Zeit so, das stresst mich jetzt, was ist das für ein Golurk? AV oder was? Aber das wird ja auch keinen Sinn ergeben, weil AV wird ja auch gar nicht... AV wird ja gar nicht getriggert, wenn du Tollpatsch halt hast. Das heißt, ich weiß gar nicht, hättest du das überlebt? Wobei, ich glaube mir vorstellen, du überlebst das, ja. Ich bin full in it, full attack. Ja, aber, Cranberry. Was machst du denn? Scarf, ja? Jesus Christ, Scarf Modest, ja. Alter. Okay. Ich mache jetzt einfach die Abmod. Du hast die Anmod gemacht. Ich brauche jetzt meinen Tee. Leute, das war's heute mit dem Spieltag der MDL. Dankeschön, Kentakio, für diesen unfassbar geilen Kampf. Ohne Scheiß, das hätten wir uns besser doch gar nicht vorstellen können, oder? Nee, echt. Du hast mit Zora geblufft, hast mich damit komplett in die Krise reingehauen, Alter. Ich habe mit meinem Slowbro dich geblufft. Die haben sozusagen ausgeglichenes Ding damit durchgezogen. Boah, war das geil. Yo. Und dann würde ich sagen, ich spreche jetzt auch mal für deine Zuschauer, ne? Nächste Woche, neuer MDL-Kampf. Daumen drücken für beide, ne? Und dann sehen wir uns halt im nächsten Kampf wieder, wie gesagt. Tschüssi, tschüssi. Ciao. Boah, ich muss eigentlich kacken, ne?